Und Hagen lässt nicht mit sich reden? Ich hatte gehofft, ihn davon zu überzeugen, dass Dionysos die Qualifikationszeit locker schafft, auch mit meinem Jockey. Aber Dionysos hat nicht mitgespielt. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit ansehen, wie dieser Enrico Galfa die Zügel in die Hand nimmt. So schnell gibst du dich geschlagen. Dann kann ja die Sache nicht so wichtig gewesen sein. Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Kreativ sein. Ein kleines Hintertürchen finden. Ich soll diesen Galfa hinter Hagens Rücken absagen? Du hast noch nie gepokert, was? Man muss die Trümpfe nicht in der Hand haben. Man muss einfach nur gut bluffen. Ich soll ihn anlügen? Sagen wir besser, ihn in Sicherheit wiegen. The dreams that you dare to dream really do come true. Ansgar hatte immer schon vor, die Presse einzuladen. Sonst hätte er wohl kaum mal Rede verpflichtet. Wäre auch zu schade, wenn niemand darüber berichtet. Ihre Stimme klingt einfach himmlisch. Du wolltest mit mir reden? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war heute Morgen etwas harsch, als ich dir mitgeteilt habe, dass wir Enrico Galfa verpflichten. Du bist die Trainerin. Ich hätte das mit dir absprechen müssen. Danke, dass du das sagst. Heißt das, das mit Galfa ist noch nicht so sicher? Schaffst du jetzt erstmal die Qualifikationszeit. Dann sehen wir weiter, okay? Ich hab's geschafft. Du hast was? Die Qualifikationszeit. Und das trotz schwerem Boden. Dana, das ist ja super. Gratuliere. Aber wer sagt uns, dass er die Zeit immer wieder laufen kann? Dass das keine Eintagsfliege war? Ich hab's dir doch von diesem Daniel Hartmann erzählt. Das ist ein sehr guter Jockey und wenn ich ihn anrufe, dann kommt er bestimmt sofort vorbei und trainiert hier vor Ort mit Dionysos. Hartmann ist ein Newcomer. Dann kannst du dich davon überzeugen, dass die beiden ein super Team sind. Warum vertraust du mir nicht einfach? Hartmann hat lange nicht so viel Erfahrung wie Enrico Galfa. Der ist seit Jahren ungeschlagen. Dionysos wird siegen. Wenn wir es auf meine Art machen. Weißt du was? Ich vertraue dir. Ja, bitte. Ich muss dir was sagen. Hast du etwa hinter meinem Rücken schon den Jockey deiner Wahl verpflichtet? Nein. Und dein Vertrauen kannst du auch behalten. Weil ich die Trainingszeit beschönigt habe. Du hast was? Ich habe gelogen. Dionysos hat die Qualifikationszeit knapp verpasst. Und warum? Weil er zu langsam ist. Warum du gelogen hast? Weil ich Galfa verhindern wollte. Damit du den Jockey einstellst, den ich auch für richtig halte. Du hättest mir die Wahrheit gar nicht sagen müssen. Vielleicht hätte der Kollege in Kürze die Zeit erreicht und du wärst nicht einmal aufgeflogen. Ich will, dass du mir vertraust, weil ich gute Arbeit mache. Nicht, weil ich gut gelogen habe.